Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren! Das Gesetz heißt ja Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise. Eigentlich weiß man nicht genau, was damit gemeint ist. Warum? Weil das ist eigentlich ein Fragment. Ein Fragment, das man einbetten muss in das, was schon geschehen ist. Familienhilfen, Kurzarbeit, Zuschüsse, Darlehen, Nachtragshaushalt, 156 Milliarden, die EU-Programme, da geschah schon sehr viel. Und dann muss man es einbetten in das, was noch kommt. Denn wir haben ja letztendlich einen Pfad zur sozial-ökologischen Transformation zu begehen. Und dieser Pfad ist ziemlich lang. Jetzt kann man sich vorstellen, in ein Gesetz alles, was noch kommt, reinzupacken. Das dürfte nicht gelingen, weil die Zukunft länger ist, als wir Gesetze machen. Also insofern ist es klug, wenn man es einbettet in einen Gesamtzusammenhang. Und Fritz Günzler hat eine Reihe von Dingen genannt. Dass wir über die Verlustverrechnung nachdenken, ist klar, weil das machen die Grünen. Wir wollen nicht ganz so weit zurückgehen, weil das sehr bürokratisch wäre. Aber die Idee ist trotzdem gut, mehr und länger zurückgehen. Verrechnungen sind prima, dass wir über degressive Abschreibungsmöglichkeiten nachdenken, um kurzfristig zu helfen. Das ist sehr gut. Übrigens, Olaf Scholz hat damit schon begonnen. Untergesetzlich hat schon gesagt, die Verluste aus 2020 können mit den Steuervorauszahlungen aus 2019 verrechnet werden. Vielleicht ist die Dimension noch nicht die Dimension, die man sich wünscht, Hans. Das ist verständlich. Ein bisschen schneller, ein bisschen mehr ist immer schön. Aber es ist ein wichtiger erster Schritt, der die Weiche gestellt hat. Da können wir weiterverarbeiten. Wir denken über die Fristverlängerung beim 7G, um Investitionen zu erleichtern, nach. Und wir brauchen auch vielleicht eine Nachfragestimulierung. Das ist kompliziert. Nachfrage zu stimulieren ist schwierig. Aber ich kann ja auch zum Beispiel Arbeitnehmern mehr Geld geben, um Nachfrage zu stimulieren. Oder ich kann einem Geld geben, um ein altes Auto zu. Jeder merkt schon, das ist ein weites Feld. Das ist auch ein bisschen vermint. Wir brauchen aber auch Mittel, wenn wir jetzt den Unternehmen so helfen, wie wir das jetzt machen, und wirklich in Abermilliarden Risiken auf die Schultern des Staates laden, dann erwarte ich auch von der Industrie, dass die Steuergestaltungen ein Ende haben, dass der Betrug ein Ende hat, dass es keine Schwarzarbeit mehr gibt, dass prekäre Beschäftigung eingedämmt wird und dass der Kassenbetrug auch aufhört. Und ich erwarte auch von DEHOGA, nachdem wir jetzt so geholfen haben, dass die jetzt diese Leerlaufzeit nutzen, um alle Gaststätten mit Kassen auszustatten, um sich vorzubereiten, damit die ab September, wenn die hochlaufen, endlich fair diese 300 Euro haben die. Und das ist überhaupt gar kein Problem. Und mit der Erwartung dieser großen Steuernachlässe können die das jetzt schon antizipieren, also vorwegnehmen, können diese Investitionen tätigen. Ich verlange Fairness von den Unternehmen. Die verlangen Fairness vom Staat. Da sind wir bereit, das zu machen. Ich verlange das Gleiche von allen Unternehmen und auch von den Gaststätten. Und unser Präsident, der Thomas Oppermann, hat in der Fraktion gesagt, wir sollen aufpassen, dass die Gaststätten sich nicht minder wertgeschätzt fühlen, weil die eine ganz wichtige gesellschaftliche, kulturelle, soziale und so weiter Funktion haben. Und das ist so. Er hat recht. Und deshalb machen wir auch Dinge, von denen wir erwarten können, dass sie auf der anderen Seite entsprechend quittiert werden. Wenn wir jetzt helfen und werden anschließend betrogen, das ist unfair. Und das wollen wir nicht. Und ich glaube, das muss man auch so sehen. Ansonsten ist völlig klar, dieses Gesetz korrespondiert ja ganz wesentlich mit der Kurzarbeit. Und die Kurzarbeitsregeln, die waren richtig gut. Die wurden nämlich angehoben von 60%. Leider haben wir es nicht geschafft, auf 80% in einem Schritt. Das ist jetzt auf verschiedene Monate verteilt, aber sehr klug. Und dass wir jetzt die Kurzarbeit Gelder steuerfrei stellen und damit auch sozusagen die sozialrechtlichen Regelungen der Beitragsfreiheit nachbilden, das ist auch sehr gut. Ich meine, das muss auch erstmal ein Finanzminister mitmachen, weil er übernimmt ja damit eine gigantische Verantwortung für die Zukunft, denn das bedeutet ja was im Haushalt. Und sich zu überlegen, wie man sozusagen das später wieder reguliert, das ist eine große Aufgabe. Und wer sich dazu bereit erklärt, der hat unser höchstes Lob verdient. Und in diesem Sinne sage ich noch mal schönen Dank für die riesige Vorarbeit der Exekutive. Gestatten Sie eine Zwischenfrage am Schluss Ihrer Rede? Ja, das würde ich nicht erlauben. Also ich glaube, das ist nicht so sehr sinnvoll. Ich glaube, wir sollten ja auf dem Boden der Tatsachen bleiben, die Zukunft im Blick nehmen. Und deshalb setze ich mich jetzt wieder hin. Also schönen Dank. Vielen Dank. Letzter Redner in der Debatte ist für die Fraktion der CDU-CSU der Kollege Prof. Dr. Hans Michelbach.